jetzt zeige ich euch was ganz Geheimes. Und zwar die weltbeste Currysoße in binnen Minuten gemacht. Richtig, richtig lecker für eine geile Currywurst. Aber auch super zum Grillen. Wenn man zum Beispiel sich was Vegetarisches grillt, hast du einen schönen Rauchtofu oder hast eine Lupine, die du dir wunderbar grillst und gibst diese Soße mit dazu. Richtig lecker, richtig schnell gemacht, kann man toll vorbereiten, kann man kalt und warm essen. Also als Dip kalt, als warm als Currysoße. Ich zeige es euch schnell, wie es funktioniert. Ganz normales Pflanzenöl nehmen, in eine Sauteuse dazu eine Zwiebel. Ich habe eine rote Zwiebel, man kann natürlich auch eine weiße Zwiebel nehmen. Die ganzen Sachen, die ich jetzt schneide, können sehr schön grob geschnitten sein. Weil wir braten das jetzt nur an, dass wir die Aromen rauskriegen. Und danach geben wir nochmal alles wie ein Sieb. Ich nehme Zitronengas her. Zitronengas komplett schneiden, wirklich schön fein schneiden, dass das Aroma wirklich gut rauskommt. Die ätherischen Öle auch mit anbraten. Ich nehme Ingwer. Beim Ingwer in dem Fall, weil ich wieder alles raussieb, die Schale dran lassen. Da ist so viel Geschmack in der Schale drin. Einfach die Schale dran lassen. Den Ingwer braten wir auch mit an. Er soll Schärfe abgeben. Nicht seifig schmecken, sondern wirklich schön die Schärfe abgeben. Deswegen richtig schön mit anbraten, den Ingwer. Das Ganze gleich salzen und zuckern. Jetzt gebe ich Curry dazu. Ich habe hier eine ganz normale Curry-Mischung, Masala-Curry. Ich habe jetzt extra keine Scharfe genommen, sondern mehr in die würzige, aromatische Richtung. Gebe ich mit rein, brate ich auch alles an. Dann lösche ich das Ganze mit einem Ananassaft ab. Ananassaft gibt mir was Fruchtiges dazu, gibt mir eine leichte Säure nur dazu, deswegen gebe ich noch ein bisschen Zitrone dazu. Koche das Ganze auf, wenn es ein bisschen einreduziert ist. Man kann statt Ananassaft kann man natürlich auch ein bisschen Orangensaft nehmen oder man nimmt Maracuja-Saft, hat fast noch mehr Säure drin. Einfach mal ausprobieren. Wenn das Ganze eingekocht ist, gebe ich ein ganz normales Ketchup dazu. Kann man schauen, ob man einen Bio-Ketchup nimmt, der nicht so süß ist. Finde ich in dem Fall fast besser. Wenn man jetzt eine Schärfe haben will, kann man natürlich ein schärferes Curry nehmen. Oder jetzt einfach frische Chilis noch beim Anbraten mit reingeben. Oder jetzt ein bisschen nachwürzen mit Pfeffer. Richtig schöne Sache. Ich gebe noch ganz leicht Salz mit dazu. Noch ganz leicht Zucker. Und noch ein bisschen mehr Säure, also noch ein bisschen Zitrone. Koche das Ganze auf. Noch einmal. Fertig ist die weltbeste, wahrscheinlich schnellste Currysoße überhaupt. Jetzt das Ganze noch absieben, damit man Zitronengras, Zwiebeln, alles wieder draußen hat. Nun hat man eine wunderbare Currysoße. Wenn die kalt wird, wird es natürlich ein bisschen dicker durch das Ketchup. Dann kann man sie wunderbar als Dip benutzen. Sehr, sehr lecker zu vegetarischen Gerichten. Einen gegrillten, geräucherten Tofu passt wunderbar dazu. Gemüse super mit der Currysoße, echt lecker. Oder als Currywurst top mit Pommes und einer roten Wurst. Lasst euch schmecken, probiert es aus. Die schnellste und leckerste Currywurstsoße mit Zitronengras, Ingwer und Ananassaft.